Hallo Freunde, willkommen in einer neuen Folge Minecraft. Wir wechseln andauernd das Personal, denn diesmal ist nur der Quanox da, nicht der Zenedas. Den braucht doch keiner. So, das würde ich jetzt mal lassen. Der hört das noch am Ende. Ist mir doch egal. Wo ist denn dieser Abstieg, den ihr gebaut habt? Hier, direkt vor deiner Nase. Hier? Ah, da! Wow, den habe ich übersehen. Wir brauchen Sand. Sehr viel Sand. Ja, deswegen habe ich mich mal ausgerüstet. Ich habe jetzt. Schaufel brauche ich noch. Kann ich dir eine geben? Oder sogar Ja, mehrere? ich mache mir selber eine. Ich könnte die mal reparieren miteinander. Dann spare ich Inventarplatz, wenn ich schon 10 Stück angefangen habe. So, ich habe jetzt 3 Schaufeln, das müsste reichen. Essen haben wir wenig. Essen haben wir wenig. Ich glaube, ich habe hier was in der. Ja, ich habe sogar 2 Stacks noch in den Ofen. Sehr gut. Braucht man eine neue Kiste? Ja, dann. Da ist doch, glaube ich, noch eine drin oder so. Ja, da ist noch eine. Da ist noch eine Kiste, aber ist irgendwo perfekt. Dann hau mal hier irgendwo hin. Jo. Hier zum Beispiel. Da. Zack, zack, weil ich möchte erstmal hier leer machen, bevor wir hier losziehen. Ja. Na gut, ich bin ein bisschen voll, aber vielleicht lässt sich das eine oder andere. Naja, gut, ich lass auch ein bisschen Scheiß hier. Wir haben jetzt 22 Uhr 31, was heißt, wir mal hören 22 Uhr 46 auf und du rauscht. Juhu, warum benutzen wir eigentlich nicht wieder TS? Da Das haben wir da rauscht niemand. ja, wir können ja mal kurz eine Pause machen und dann auf TS wechseln. Ja, können wir machen. Also, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt müsstet ihr nur noch meine Lüfte. Meine Stimme und Quanox Stimme hören. Ihr seht, ich bin immer noch erkältet, deswegen nehme ich gleich mal einen Schluck Wasser. Okay, es ist Nacht. Das ist gut, weil dann schlafe ich gleich mal im Bett. Aber wenn ich sterbe, ist das vielleicht günstig. Wo sind meine Mal sehen, wir Fackeln? müssen jetzt Sand finden. Ich werde jetzt erstmal. Ach Mist, wir finden aber gar nicht mehr zurück, oder? Ich habe einen Waypoint. Ah, du hast die Map. Ja, ich habe die Map. Weil ich dachte ja erst, der Server läuft nicht, weil Forge mir einen Strich durch die Rechnung macht. Ich wollte nämlich gleich auf Forge rein und das ging nicht. Dachte ich mir, Forge liegt dran, aber war nicht Forge. Diesmal habe ich hier dran gedacht, auch Forge zu nehmen. So. So. Aufstehen. Sehr gut. Und die Fackel machen wir da mal weg. Sonst führt das am Ende noch zu Bugs. Okay. Ich esse mal was. Damit haben wir jetzt auch offiziell nichts mehr zu essen. Und dann komme ich runter. Bist du bereits unten? Ich habe hier schon eine kleine Sandader gefunden. Herr Quanox, bist du bereits unten? Jo. So. Ich höre irgendwie Lava. Aha, okay. Ich hätte ein Thema, was wir ansprechen könnten. Aha, dann los. Obwohl es ein bisschen sehr, vielleicht auch esoterisch ist. Willst du also behaupten, dass Homöopathie funktioniert? Oder Philosophie. Philosophisch eher. Naja, ich weiß es nicht. Kann beides sein. Und zwar handelt es sich um das Thema Glück. Bist du glücklich? Ne, bin Ich nie auch. glücklich. Ich auch nicht. Sag ich meine Übertaktung noch ein bisschen höher kommen. Du definierst also Glück nur zu deiner Nein. Übertaktung. Nein. Das ist ziemlich. Das wäre eine ziemlich einseitige Definition. Aber andererseits aber auch eine schöne Definition. Weil dann könntest du dir einfach immer höher drehen, bis du dann irgendwann ein Ziel erreicht hast und dann bist Nee, du das für immer Problem ist, dass ich glücklich. mit meiner Grafikkarte kann ich sie nicht hören. Wo bist denn du aktuell? Land abbauen. Ah ja, da war ich auch mal. Aber ich weiß den Weg nicht mehr dorthin. Ach so, da Ja. kann ich dir aber auch leider nicht helfen. Das ist jetzt blöd. Aber wir sollten möglichst zueinander finden, wenn wir zurückfinden wollen. Nee, nee, also ich weiß noch, wo es zurückgeht. Und ich habe jetzt hier so eine riesige Sandader. Du hast eine riesige Sache. Dann kümmere ich mich mal derweil um Eisen, okay? Um was? Um Eisen.
Mach das. Oh, Mini-Zombie. Gibt es die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen in Minecraft? Ja. Nämlich wie? Du tauchst dazwischen auf. Oder du holst dir was mit Unterwasseratmen. Weil ich glaube, das ist leider auch nur begrenzt, eben halt, der das hilft. Ja, nicht unendlich. Es gibt irgendwelche Tricks, wie du dir unterhalb der Dingens eine Luftquelle schaffen kannst. Aber frag mich nicht, wie. Du musst wirklich mal dein Audio-Dingens anders drehen, weil irgendwie wird immer der letzte Teil deines Satzes verschluckt, weil du irgendwie, weil dann deine Audiospille schon aufhört. Okay. Das ist natürlich blöd. Solange es nicht andersrum ist. Hey, ich habe das immer schon getuned. Ja, ja. Weißt du, ich kann ja nichts an meinem PC normal lassen. Er kann nichts normal lassen. Wie gesagt, ich warte seit Jahren bereits auf den Tag, wo er mal mit seiner Scheiß-Tuning mal so richtig auf die Schnauze fliegt. Da kannst du mal noch sehr lange warten. Ja, weil du leider ein sehr vorsichtiger Mensch bist. Ich bin kein vorsichtiger Mensch. Du hättest die Volt sehen müssen, auf denen ich meine Übertakten das erste Mal drauf hatte. Ja, oder wie du, oder wie du 2005, einfach... 1,25 passt doch noch. Ja, den Witz versteht jetzt keiner außer dir. Aber ich kann mich noch erinnern, als du an einer offenen Festplatte rumgeschraubt hast, die währenddessen in Betrieb war. Ja, das war aber auch eine Trash-Festplatte, wo ich einfach nur sehen wollte, wie schnell sie sich dreht. Das war eine 80 GB Festplatte, die habe ich danach weggeschmissen. Deswegen, ich tue trotzdem nicht provozieren, dass meine Sachen kaputt gehen, auch wenn es nur 80 GB sind. 80 GB, Entschuldigung. Eine 80 GB Festplatte, die konnte ich noch nicht mal mehr an den PC anschließen, weil die hat noch das alte IDE-Kabel. Ja und? Das alte, ich habe auch noch eine Flachband. Alte... Hast du einen PC, an den du durch diese Flachbandkabel anschließen kannst? Ja. Nämlich? Das ist so ein alter Liege-PC. Ich weiß nicht, ob man die heutzutage überhaupt noch baut. Vermutlich schon. So ein alter Liege-PC, der hat noch das. Der hat auch noch Windows XP drauf. Den könnte ich eigentlich mal wieder rauskramen. Ja, was willst du damit machen? Weiß ich doch nicht, aber ich habe ihn noch und ich möchte ihn eigentlich auch nicht einstampfen, nur weil nicht da ist. Das finde ich sowieso. Da sind wir jetzt, glaube ich, vom Glück auf ein ganz anderes Thema gewandert. Und zwar hasse ich die heutige Wegwerfgesellschaft. Aha, also was willst du dagegen? Also ich will ja jetzt nicht den mahnenden Zeigefinger heben oder so, aber ich hasse es, wenn Ressourcen einfach verschwendet werden, beziehungsweise einfach Neues angeschafft wird, obwohl das Alte noch super funktioniert. What the fuck? Ich glaube, wir sollten uns mal einen neuen Gario anschaffen. Das war ein Doppelcreeper. Der Alte taugt nicht mehr. Das war ein Doppelcreeper. What the fuck? The fuck? Gut, dass ich, ja. Okay, ich habe meinen Death Point, das heißt... ja, also ich hasse diese, die Wegwerfgesellschaft. Nur eine Frage. Was tust du dagegen? Alles, was möglich ist, reparieren, beziehungsweise so lange wie möglich erhalten. Auch wenn es scheiße läuft. Das ist aber auch nicht wirklich die Möglichkeit, die für mich bleibt. Oh doch, also man kann einiges reparieren, zum Beispiel Kopfhörer zum Beispiel. Ja natürlich, man kann vieles noch reparieren, aber eben halt alles so lange verwenden, wie nur irgend möglich ist. Also ja, aber eben halt nicht auf Teufel komm raus alles verwenden, nur weil es noch da ist und funktioniert. So funktioniert das nicht. Ich versuche es auf jeden Fall und ich muss sagen, ich bin sicher einer, der... ich bin sicher nicht derjenige, der das am hartnäckigsten betreibt, aber ich hasse sowas, wenn ich einfach... Ja, aber dein funktionierendes ist ja mehr schon gleich von Anfang an nur Scheiße kaufen. Ein funktionierendes Produkt wegwerfen muss, einfach nur weil es abgelöst wird durch was höher Produkt. Das macht mir Magengrimmen, zumal diese ganzen Ressourcen, wie zum Beispiel auch für Smartphones, von teilweise von Kinderarbeitern aus dem Berg geschürft wurden. Und das ist halt so Sache. Man muss das Ganze natürlich auch noch den Wert der Dinge erkennen, auch wenn er nicht mehr so stark ist. Ich meine, ich habe auch noch eine alte Grafikkarte rumliegen.
Ja, aber was machst du mit der? Die liegt rum. Super. Was hast du davon, so großes? Was hast du davon, dass sie rumliegt? Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen PC bauen würde, könnte ich den mit einer Grafikkarte bestücken. Ja, warum? Ich hatte hier, weißt du was, ich hatte ja noch eine alte HD 4500 rumliegen. Was will ich mit der? Sogar heutige Intel integrierte Grafikkarten sind 100-mal schneller als die. Ich habe sie weggetan. Entschuldigung. Was will ich mit der? Die braucht nur viel Strom und Platz. Es ist einfach nur, selbst wenn ich, keine Ahnung, von dem ersten Intel Core i5, vom zweiten Intel Core i5, die integrierte Grafikeinheit nehme, ist die schneller als dieses alte Schrottteil. Was will ich mit der? Ich muss die jetzt auch nicht aufheben. Also ich heb gerne Sachen auf, die noch funktionieren. Es könnte ja irgendwann mal wichtig werden. Gut, man muss ja sagen, diese Einstellung hat mich bei meinem Opa zum Beispiel zum Wahnsinn gemacht, weil der ist ein Kriegsüberleber. Und natürlich, die hatten wenig und dementsprechend wurde dem von Kindheit natürlich die Mentalität beigebracht, es wird nichts weggeschmissen. So, jetzt ist der vor ein paar Jahren gestorben. Hat uns einen Keller hinterlassen, wo jeder Müll der Welt zu finden war. Also wirklich, ich spreche hier tatsächlich von Müll, weil es tatsächlich, es war Wahnsinn. Nichts, was es nicht gab, hat man in diesem Keller gefunden. Und also, das ist an irgendeinem Punkt natürlich schon nervig, aber So, vor allem. Ich finde es unnötig, etwas Neues, was man zu kaufen. Obwohl man etwas hat, was im Grunde genommen fast noch dieselbe Funktionalität hat. Solche Leute, die sich jedes Jahr ein neues iPhone kaufen. Das finde ich auch nervig. Das ist vollkommen unnötig. Aber ich finde es nicht unnötig, alle, keine Ahnung, 3-4 Jahre sich mal ein neues Smartphone zu kaufen. Das ist einfach nur, über das alte ist immer der Zahn der Zeit, da ist der Akku schon ein Schrott und alles. Ja gut, man muss aber auch sagen, dass, gut, Akku ist jetzt ein Verbrauchsgegenstand. Meiner ist, glaube ich, nippelt jetzt auch gerade ab, nach gerade mal 2 Jahren. Aber es ist ein anderes Thema. Und zwar, man muss auch sagen, dass das natürlich auch die, in gewisser Weise auch die Propaganda der heutigen Welt ist, dass die, also ich spreche wirklich von Propaganda, weil es natürlich dem Hersteller gern dran gelegen ist, dass der Kunde, möglichst jeder Kunde, die neuesten Produkte kauft. Und dadurch wird einfach es propagiert, dass jedes ältere Produkt einfach minderwertig ist und dass das Neueste natürlich nur das Neueste die neuesten Sachen kann. Und ob die jetzt wirklich sinnvoll sind, ist die Frage. Bei mir ist es so, mir würde sicher auch dieses Smartphone, das ich jetzt auch schon seit 2 Jahren habe, sicher noch die nächsten 3 Jahre genügen. Nicht von der Leistung her, die geht mir mittlerweile ziemlich auf den Sack, aber einfach von der Funktionalität her. Weil ich mache mit dem Scheißteil nicht so viel und ich bin stolz drauf. Ich bin stolz darauf, dass du nichts machst mit dem Smartphone, was du dir gekauft hast. Ich mache nicht viel damit. Aber ich bin stolz darauf, kein sogenannter Smombie zu sein. Obwohl das natürlich auch so eine Sache ist, dieses Jugendwort, das dadurch geprägt wird, das nutzt auch keiner. Ich muss mal kurz was trinken, weil ich schon wieder merke, dass ich mich anhöre wie ein Zombie. So, die Flasche ist leer. Kommt die nächste. Ja, aber also was du jetzt gerade erzählst, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, bei dem wir vorher waren. Ich meine, ich habe gesagt, es ist ein anderes Thema, das mit dem Akku, weil bei mir ist jetzt auch der Akku vollendet. Ich denke auch, Akku ist wie Kopfhörer, ist so ein Verschleißteil. Ein Smombie sein und ein scheiß Handy haben, sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Nee, ich meinte, ich bin nicht der so stark am Smartphone hängt. Was heißt, es würde sich für mich auch nicht lohnen, ein neues Smartphone anzuschaffen, wenn das alte noch wunderbar läuft. Das meinte ich dann. Ja, ich benutze eben halt mein Smartphone viel, um dann unterwegs Emulatoren drauf laufen zu lassen, so Nintendo DS und so etwas. Und dafür braucht man schon, weil eben halt Emulatoren sind nie so effizient wie das Original und so weiter, da braucht man schon eine ganz ordentliche Leistung. Ja, gut, deswegen, mein Smartphone ist auch ganz in Ordnung, aber ich habe in keinster Weise vor, es zu ersetzen. Ich überlege mir vielleicht mal einen neuen Akku dafür zu kaufen und muss jemand mal schauen, ob das möglich ist und vielleicht mal den Akku austauschen kann bei meinem, weil im Gegensatz zu deinem kann man bei mir den Akku nicht nativ einfach nur so rausnehmen, aber ich weiß auf jeden Fall, wie man ihn rauskriegt. Ich weiß noch nicht, ob man einen neuen kaufen kann dafür. Das sicher nicht. Wenn er ihn schon so ist, leicht das ist nicht rauszieht. Das ist nicht so sicher. Fürs iPhone kannst du ja auch neue Akkus kaufen. Also wie auch immer, auf jeden Fall
Also ich habe ja jetzt speziell was Emulatoren betrifft keinen Bedarf, weil ich habe tatsächlich einen alten Gameboy zum Beispiel noch und auch einen DS rumliegen. Das ist ein DS? Ja. Wusste ich gar nicht. Und dementsprechend brauche ich keine Emulatoren dafür. Was hast du denn auf dem DS gespielt? Oh, alles Mögliche. Natürlich mit dem Klassiker Mario Kart. Sind sämtliche ja, Freundschaften in die Brüche gegangen. Aber man muss auch sagen, es hat auch Nachteile, diese Emulatoren, aufgrund dessen, dass du musst echt mal auf dem alten Gameboy spielen. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn du auf dem... Ja klar, das ist ein anderes Gefühl, aber... Weil da tun dir tatsächlich, ist es wirklich so, tun dir nach einer halben Stunde, tun dir doch tatsächlich die Finger vom Spielen weh. Es ist wirklich so. Es ist unglaublich, wie schwer damals die Tasten noch gingen. Ja, es ist aber auch eben halt, das merke ich jetzt, weil ich spiele gerade Pokémon Schwarz. Kenne ich gar nicht. Pokémon Schwarz kennst du nicht? Das war immer für ein DS. Ja gut, ich habe auch nicht alle DS-Spiele gespielt. Ach so? Ja. Na krass, Mensch. Du hattest DS noch nicht alle Spiele dafür gespielt? Nee, also... Ja gut, also auf jeden Fall... Fuck it, ich sterbe schon wieder. Och nö, oder? Ich habe mich jetzt mal eingebaut. Habe ich noch was zu essen dabei? Ja, habe ich. Sehr gut. Habe ich? Ja. Sehr gut. Ich sterbe nicht. Ich muss mir nur... Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile genug Sand. Ich bin gerade am Brennen. Also, Eisen der Sand. Den Sand, nicht ich. Ah ja, ich muss brennen. Ich bin gerade am Brennen. Also, deswegen, also... Ich glaube, wir sind... Ich glaube, die Folge ist vorbei. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, die Folge ist vorbei. Aber jetzt, um was Abschließendes zu sagen... was ich ganz gut finde, was sich bei uns in der Gegend gebildet hat, und zwar ist das Projekt FabLab, da möchte ich auch mal, nee, ich möchte nicht das Eisen brennen, ich möchte das rohe Hühnchenfleisch brennen. Und zwar heißt es das Projekt FabLab, und da kann man alte Geräte hinbringen, und der sich damit auskennt, ist also teilweise so alte Rentner, die auch noch sowas wie Telefonanlagen einfach repariert haben. Die sich mit was auskennen, haben eine Freude daran, drum zu basteln und eben auch das zu reparieren letztendlich. Einfach weil es Spaß macht und weil es eine Beschäftigung in dem Leben ist. Und da kann man auch selber natürlich Projekte auch basteln. Die haben schön auch einen 3D-Drucker dort. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn es tatsächlich sowas gibt, weil es wirklich so Rebellen gegen die Wegwerfgesellschaft ist. Weil viele Produkte werden heutzutage einfach so gebaut, dass sie nach absehbarer Zeit kaputt gehen. Naja, da fielen mir jetzt eigentlich nur so richtig Drucker ein. Das stimmt, die Drucker. Die sind einfach nur, naja, das liegt aber daran, dass die unter den, dass die Unterpreis verkauft werden. Die Druckerfirmen machen keinen Gewinn am Drucker. Null. Die machen sogar Verlust am Drucker, wenn die den Drucker verkaufen, die Tintenstrahl. Sondern die machen nur Gewinn mit den Patronen, die sie danach dafür verkaufen. Das stimmt, ja. Deswegen wird ja auch meistens ein Chip eingebaut, dass wir brauchen keinen Sand mehr, ich habe jetzt genug. Ja, ich habe dafür auch genug Eisen. Ich habe jetzt 52 Eisen. Um genau zu sein, ich habe sogar zu viel Sand. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Sand machen soll. Ich brenne jetzt einfach mal zu Glas. Also wie auch immer, auf jeden Fall, was ich euch noch mitgeben möchte. Denkt drüber nach, was ihr wegschmeißt. Vielleicht ist es ja doch nicht so scheiße, wie es immer aussieht. Bis dann. Ciao.